Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Landhaus Ettenbühl. Ganz, ganz herzlich willkommen. Ja, es wird langsam morgens etwas frischer. Der Herbst, der hat wirklich Einzug gehalten, auch hier bei uns in den Gärten. Wir zeigen euch das gleich. Aber ich finde, es beginnt jetzt eine der schönsten Zeiten mit des Jahres, wenn sich die ganzen Hagebutten anfangen zu färben, das Laub teilweise. Aber es blüht auch noch wunderschön in den Gärten. Ja, und ich höre immer wieder von euch, Mensch, so viele Rosen, ich weiß immer nicht so richtig, was ich auswählen soll. Ich habe euch heute noch mal ein paar wunderschöne Hagebuttenrosen, natürlich aus gegebenem Anlass zusammengestellt, die ich euch gleich vorstellen werde. Und das sind teilweise Strauchrosen mit Hagebutten, aber auch Rambler mit wunderschönen Hagebutten. Und dann haben wir noch ein ganz, ganz tolles Kletterrosenwurzel-Nackt-Special für euch heute. Da schauen wir uns das noch an Bögen an. Ja, und überhaupt in den Gärten ist es so traumhaft schön jetzt. Wie gesagt, es blüht, es summt noch, aber andererseits ist der Herbst schon da. Gucken wir uns natürlich auch an, was sonst noch so los war an Heckenschnitt und. Also legen wir los, jede Menge wieder zu tun. Ja, wie gesagt, der Herbst wirklich eine der schönsten Zeiten überhaupt. Es färben sich jetzt die Hortensien wunderschön schon im Herbstkleid. Die Birnen im Gemüsegarten sind reif. Die Äpfel, eben alle möglichen Früchte. Die letzten Auberginen hängen noch bereit zur Ernte. Paprika ist noch ein bisschen da. Und natürlich wunderbar jetzt noch die späten Himbeeren. Das ist natürlich immer Spaß, wenn man da noch ein bisschen naschen kann. Und natürlich, wie gesagt, jede Menge Hagebutten überall in den Gärten. Das Ettenbühler Glöckchen, das färbt sich jetzt gerade erst so langsam ein. Dafür die Multiflora über unserem Eingang zum Bed and Breakfast, die leuchtet uns schon strahlend entgegen mit ihren wunderschönen kleinen Büscheln von Hagebutten. Aber es sind natürlich auch die großen Hagebutten zu sehen, die dicken, fetten, wie die Rugosa-Rosen zum Beispiel. Und da ist es natürlich jetzt auch nochmal so schön, die weißen Blüten hier zu sehen mit diesen dicken, roten, leuchtenden Früchten. Und es gibt natürlich auch noch Rugosas in anderen Farben. Also es ist wirklich eine Zeit eigentlich, die so viel Lust eben auf Garten nochmal macht und auf Gärtnern. Und eben deswegen habe ich euch heute hier auch nochmal ein paar Rosen mitgebracht, die natürlich ganz besonders schön sind, wenn es bei euch im Garten jetzt auch um Hagebutten gehen soll. Ne? Und eine der ganz wichtigen vorweg, das ist hier die Rosa Scamanii. Die hatte ich euch letztes Jahr auch schon mal vorgestellt. Aus der hatten wir, glaube ich, auch unser Hagebuttengelee gekocht. Das klinken euch auch noch mal ein, das Video. Da habe ich mir zwar gleich in den Finger geschnitten, aber gut, es bin nicht so der große Koch. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Rose. Die steht unten an unserem alten Rosen. Verkauft. Da kommt sie jetzt im Moment gar nicht so zur Geltung. Mal schauen, wie wir die wieder ins Spiel bringen können. Aber herrlich eben mit diesen riesigen, schönen, leuchtenden Hagebutten. Dann haben wir hier die Rosa Dupontii. Eine meiner wirklichen Favoritinnen. Ihr seht, die trägt jetzt im Moment gar keine Hagebutten, weil wir haben halt dieses Jahr sehr viele Hagebutten in den Gärten verloren, nach diesem absoluten Dauerregen im Juni, als die Rosen gerade aufgegangen waren. Und die Rosa Dupontii, die hat jetzt hier an diesem Strauch, an diesem Topf eben auch keine Hagebutten, aber in den Gärten ganz, ganz wunderschön. Und was sie auszeichnet, sind eben diese schlankeren Hagebutten, die auch wirklich eine ganz tolle Fernwirkung haben und einfach wirklich durch ihre Form im Garten so unglaublich schön, fast elegant, muss man sagen, wirken. Und eben elegant ist auch ihre Blüte. Die Rosa Dupontii hat eine ganz, ganz wunderschöne offene Blüte mit ganz toll sichtbaren Staubgefäßen und diesen herrlich herzförmigen Blütenpetalen. Das ist wirklich sehr schön an ihr, hat eine ganz leichte, zarte Roséfärbung. Die kann nachblühen. Es ist so eine der Wildrosen, die gerne auch mal im Herbst noch mal nachblüht und einen ganz, ganz starken Duft ausströmt. Also da habt ihr wirklich eine Rose. Finde ich immer auch toll für eine Hecke im Prinzip, ne, weil sie einfach diese herrlichen, ausdrucksstarken Blüten hat, später diese tollen Hagebutten macht und eben in der ganzen Blühzeit, die sie gibt, eben so wunderschön duftet. Genau, das ist Rosa Dupontii.
Dann haben wir hier den Zigeunerknaben. Der hat so richtig, seht ihr, so richtig schöne, fröhliche, runde, knuffelige Hagebutten. Die finde ich auch sehr, sehr hübsch, färben sich jetzt teilweise schon, teilweise noch ein bisschen grün. Da kommt also noch deutlich mehr Farbe rein in diese Hagebutten und sieht halt auch einfach toll aus, macht einen tollen Strauch. Und diese lila-purpurnen Blüten von dem Zigeunerknaben sind also auch wirklich sehr attraktiv. Ich finde auch eine tolle Rose eigentlich für eine Hecke oder einen großen Solitärstrauch, aber eben auch, da gucken die so bei uns hier im Süden, sagt man, wunderfitzig hervor, die Hagebutten, also richtig, richtig süß. Und dann natürlich meine geliebte Complicata. Ihr seht es hier jetzt an diesem Container, an dieser Rose hat sie auch keine Hagebutten, aber im Garten ist sie auch voll mit Hagebutten übersät. Da hat man natürlich Glück, man muss sagen, die meisten Rosen mit den offenen Blüten dieses Jahr, die haben eigentlich den Dauerregen im Juni ganz gut weggesteckt, deswegen haben die meisten von denen eben dann auch wunderschön Hagebutten gebildet. Die Rosen mit den gefüllten Blüten, würde jetzt eigentlich der Zigeunerknabe auch dazu gehören, aber die gefüllteren, die haben sich schwerer getan. Also zum Beispiel bei uns im alten Rosengarten, habt ihr ja gesehen, den haben wir schon komplett zurückgeschnitten, weil da dieses Jahr durch diesen Dauerregen im Juni die Hagebutten gerade mit verfault sind mit den Blüten und da nicht viel zu holen ist. Aber in normalen Jahren ist es natürlich ein Traum. Und die Complicata, die hält eigentlich die Hagebutten immer ganz, ganz wunderbar, weil sie eben auch diese großen, leuchtenden, schönen, offenen Blüten hat und eben total beliebt ist bei den Bienen und ein unglaublicher Hingucker im Garten. Auch eine tolle Heckenpflanze im Prinzip, so eine Complicata-Hecke. Dann die Rosamundi natürlich, die hatte ich euch schon mehrfach vorgestellt. Gestreift, auch ganz wunderschön, macht auch tolle Hagebutten, ganz klar. Ist ein Abkömmling von Officinalis, die kennt ihr ja, die Apothekerrose mit dem hohen Vitamin-C-Gehalt in der Hagebutte. Und eben, das ist halt einfach auch historisch gesehen, war das wirklich so ein wichtiger Vitamin-C-Lieferant, die Hagebutte. Also wirklich schon im Mittelalter wusste man, wie man damit umzugehen hat, wie man eben die getrocknet hat, kann man ja auch machen. Und eben als Trockenfutter quasi mit eingenommen hat oder eben Mousse draus gemacht hat und all diese Geschichten. Ne? Also Rosamundi eben auch wegen ihrer gestreiften Blüte so toll. Und dann sehr, sehr schön, weil auch spektakuläre Hagebutten, das ist die Frühlingsgold. Und die blüht ja wirklich als eine der ersten mit diesen wirklich handflächengroßen Blüten im Frühjahr schon. Da freut man sich dann immer drauf, die macht so einen richtigen tollen Frühjahrsstart. Aber jetzt eben im Herbst ist sie halt auch spektakulär mit diesen ganz, ganz dunklen, fast schwarzen Hagebutten. Dieses Jahr leider auch ein bisschen weniger dran hier bei uns am Strauch. Aber wir zeigen euch mal aus einem anderen Jahr noch, wo sie wirklich richtig voll hängt. Eine dicke, fette, dunkle, fast schwarze Hagebutte neben der anderen. Also wirklich spektakulär. Macht auch einen Riesenstrauch, kann toll klettern. Also auch eine ganz, ganz tolle Rose. Von denen sind einige, ich weiß jetzt gar nicht genau, auch nochmal in unserem 30% Sommer-Special. Noch haben wir ja Sommer. Müsst ihr einfach mal reinschauen. Ne? Vielleicht ist da noch was für euch dabei, was euch interessiert. Dann hüpfen wir mal hier über die Clematis gerade weg. Da sind natürlich auch noch einige, die sehr, sehr hübsch blühen. Aber gehen mal noch kurz zu den Ramblern, weil da sind natürlich auch ganz, ganz viele, die super tolle Hagebutten jetzt machen. Zum Beispiel allen voran hier wunderschön die Lückefund. Seht ihr schon mal. Die hat eigentlich relativ in Anführungszeichen große Hagebutten für einen Rambler, aber eben auch wunderschön, ne, wie die sich jetzt ausbilden und jetzt am langsam eben Farbe bekommen sind. Lückefund kennt ihr sonst, die steht ja bei uns auch vor dem Teegarten. Weiße, cremeweiße, schöne Blüten, weiße Staubgefäße, tolle Rose, toller Kletterer, aber eben jetzt eben die tollen Hagebutten auch. City of York. Komm mal hier ein bisschen aus dem Dunklen raus, liebe City. Guckt mal, auch die bildet jetzt so halbgroße Hagebutten, sind auch noch jetzt grün im Moment, werden sich auch schön noch einfärben. City of York, ein bisschen ähnlich eigentlich wie die Lückefund, blüht aber ganz gut nach, hat auch den Beinamen Parkdirektor Ben Shop. Da ist übrigens eine Frage gestellt worden, ich habe jetzt meine Karten nicht dabei, ich weiß nicht mehr, wer es war, was es eigentlich immer mit diesen Namen der Rosen auf sich hat, warum die teilweise zwei Namen oder mehrfache Benennungen habt. Ihr kennt
Gottes von Madame Léonie Villenon, Madame Grégoire Stechelin, die auch Spanish Beauty heißt, eben hier City of York heißt auch Parkdirektor Benchop. Die süße Pink Emily, die wir ja bei uns vom Tea Time Pavillon stehen haben, jetzt auch wunderbar unter den blühenden Lagerströmien, die heißt ja auch Bad Wörishofen. Also da werde ich mal gesondert drauf eingehen. Das hat halt einfach so eine Bewandtnis mit Züchtern teilweise. In England geht eine Rose nicht, die Bad Wörishofen heißt. Ja, das kann einfach kein Mensch dort aussprechen. Oder eben City of York ist halt so ein bisschen eher der internationale Name. Parkdirektor Benchop ist dann bei uns. Also das hat häufig was mit regionalen Dingen zu tun. Aber das ist ein tolles, spannendes Thema. Können wir mal im Winter uns am Kamin drüber unterhalten. Dann wunderschön auch im Moment noch Alexandre Giraud. Der ist auf jeden Fall auch nochmal in unserem 30% Sommer, Endsommer-Special. Ganz, ganz tolle Blüten. Sehr ähnlich wie unser Paul Transon vorne am Eingang. Also auch eine ganz tolle Barbier Rambler, Kletterrose, ihr seht es wieder mit diesem hübschen Laub hier, sehr gesundes Laub auch, kann auch nachblühen, nochmal später im Jahr, wenn man ihn eben entsprechend zurückgeschnitten hat. Genau. Und hier Donna's Rambler kennt ihr von unserem Pavillon im Wassergarten. Jetzt blüht da nichts mehr, der ist auch sehr, sehr wild im Moment. Da müssen wir auch demnächst nochmal ein bisschen mäßigend dran zum Schneiden vor dem Winter. Aber eben auch übersät mit vielen, vielen duftenden, wunderschönen Blüten Donna's Rambler. Nach einer von John Scammons Töchtern benannt und macht jetzt dann auch tolle Hagebutten hier. Jetzt hat sie gerade keine. Manchmal ist es so bei den einmal blühenden Rambler, dass sie im ersten Jahr, in ihrem ersten Lebenswuchsjahr noch keine Hagebutten bilden, aber im zweiten Jahr dann absolut sicher. Ne? Also Donna's Rambler auch ganz wunderschön. Was haben wir hier noch zu guter Letzt? Genau, da bin ich angeschrieben worden. Letzte Woche hatte ich ja die Félicité Perpétuée ganz kurz im Video, die quasi große Schwester von Little White Pet. Und das Schöne ist bei Félicité Perpétuée, dass sie relativ spät auch noch mal blüht als einmal blühender Rambler, dass sie halt auch diese roten, pinken Knospen hat mit den weißen, relativ gefüllten Blüten. Also ein sehr, sehr attraktiver einmal blühender Rambler, der auch unglaublich epische Ausmaße annehmen kann. Also auch wirklich sehr, sehr schön. Genau. Und wenn er hier mal so über unseren Rosenverkauf jetzt schaut, wenn man da mal kurz rüberfliegt, es hat natürlich jetzt noch wirklich schöne Rosen in Containern. Also bevor jetzt die Wurzelnacktsaison losgeht, da hatten wir es ja letzte Woche schon davon, habt ihr natürlich hier die Möglichkeit, auch nochmal diese riesigen Pflanzen zu bekommen. Das ist natürlich immer gegenüber der wurzelnackten Rose schon ein ganz schöner Vorsprung, ne? Weil die sind halt doch einfach jetzt schon teilweise über einen Meter, manche sogar noch einen Ticken höher. Und da ist natürlich dann jetzt auch, wenn man die pflanzt, nochmal eine richtige Schubzeit, weil die Rambler, die wachsen vor allem im Spätjahr. Da können die nochmal 1-2 Meter zulegen mit einzelnen Trieben. Und da habt ihr natürlich mit so einer großen Pflanze dann schon mal richtig was im Garten stehen, an eurem Baum, an eurem Pavillon und so weiter. Aber trotzdem gehen wir jetzt gleich noch mal hinter in den Garten, weil ich möchte euch auch noch ein kleines Wurzelnackt-Special, ähnlich wie letzte Woche. Da hatten wir ja die Strauchrosen in den Dreiergruppen. Und diese Woche wollen wir mal gucken, euch noch ein paar öfter blühende Rosen anzubieten, die ihr toll an Bögen rechts und links setzen könnt. Also quasi ein Zweierpack. Aber das schauen wir uns jetzt hinten im Garten an und guck mal, ob der verschlafene Seppel hier in seinem Körbchen da mitkommt. Gehst du mit, Seppel? Also gehst du mit, ist gut. Lässt du dich mittragen, lieber Seppel? Ja. Geh mal. So, hier kurz im Vorbeigehen, Lagerströmien hinten bei uns eben vor dem Tea Time Pavillon noch absolut traumhaft, wie die jetzt blühen. Die kommen jetzt so richtig in Fahrt. Also ganz, ganz toll. Und Sommerflieder hatte ich ja letzte Woche gesagt. Schaut mal, wie der noch bei uns blüht, auch im Garten überall. Den schneiden wir jetzt noch nicht zurück, aber das zeige ich euch dann nächste Woche, übernächste Woche, wenn dann wirklich alles so abgeblüht ist. Und wie gesagt, wir verwenden Sorten, die sich nicht versamen, die steril sind, ganz wichtig, damit wir dieses Neophytenproblem nicht haben. Aber wie gesagt, dazu dann ausführlicher nochmal nächste oder übernächste Woche, wenn es dann auch wirklich so weit ist, dass man schon mal zurückschneiden kann.
Also es ist schon ein absoluter Traum jetzt dieser Morgen, so schön und eben, also neben dem ganzen Obst und den Früchten, wie ihr seht, ne, blüht es wirklich noch hier überall in allen Farben. Besonders schön ist jetzt im Moment auch noch die Bartblume, Caryopteris, ganz, ganz toll. Und da ist es völlig wurscht, mit welchen Rosen man die kombiniert, ob die orange sind, die Rosen, das passt, oder ob die schön rosa sind. Das ist einfach wirklich so schön, oder weiße Rosen auch, das passt eigentlich immer. Wir haben da jetzt eben auch noch ein paar Sorten hier, die Q Blue, diese wunderschöne Heavenly Blue und die Steffi, und das ist natürlich wirklich ein absoluter Traum, aber es ist insgesamt, es ist so schön, wie es überall jetzt noch am Blühen ist, auch in der Yellow Brick Road und im runden Rosengarten und natürlich hier im Wassergarten können wir vielleicht gleich nochmal schauen, aber jetzt erstmal noch, hey, du bist ja auch schon wieder da, zu unserem Bogen-Special. Wir haben ja immer unseren Ettenbühler Bogen, ne, mit den Flacheisenbiegungen. Ich gebe es zu, der ist nicht nachgeschmissen. Das ist wirklich so. Aber dieser Bogen ist einfach sowas von stabil. Man sieht ihn hier jetzt eigentlich gerade gar nicht so gut, weil er so stark bewachsen ist, aber ihr kennt sie. Wir haben die Mrs. Billy Crick Bögen daran, unsere Bögen im Hochzeitsgarten, da sind sie ja nebeneinander aufgebaut, unglaublich stabil. Wir haben den Laubengang im Lavendelgarten, wo die Bögen hintereinander stehen. Ihr kennt unseren Bogen mit der Mozart in Granny's Walk und das ist immer das gleiche Patent hier, dieses Design von John Scarman mit dem Flacheisen und dieser Bogen, der steht jetzt hier weit über 20 Jahre, ne? Und er hat wirklich richtig Gewicht drauf und da wackelt nichts und da ist nichts irgendwie baufällig oder sonst was. Also nehmt da ein bisschen Geld in die Hand, wenn ihr euch Bögen in die Gärten stellt, gutes Material. Immer schauen, dass es eine gute Durchgangsbreite auch hat. Ich hatte euch ja schon ein paar Mal erzählt, dass wir grundsätzlich an die Bögen im Prinzip immer auf jede Seite die gleiche Rose setzen, damit es wirklich schön harmonisch wird und die Rose eben sich dann oben trifft. Ihr kennt das von unseren Mrs. Billy Crick Bögen hier in der Yellow Brick Road. Ihr kennt das von unserem Bienvenue-Bogen vor dem Teegarten, vor dem Teezelt. Ihr kennt das von unserem Mozart-Bogen in Granny's Walk, wie gesagt. Und hier sieht man jetzt eigentlich ganz schön, das kann natürlich auch hübsch sein, wenn so ein bisschen alles irgendwie so aus der Fasson gerät. Hier haben wir natürlich rechts im Moment übermächtig, jetzt im Spätjahr, die Clematis wachsend und von links kommt der kleine oder auch sehr wüchsige Rambler Pompon de Paris eben hier rüber geklettert. Der kommt hier auf der zweiten Seite im Moment gar nicht so zur Geltung, weil die Clematis so ein bisschen überhand genommen hat. Aber ihr seht, also die Harmonie ist nicht so ganz hergestellt. Dafür seht ihr da zwischendurch ganz, ganz wunderschön am Pavillon. Wunderschön jetzt im Spätjahr die Blush Noisette nochmal blühen. Ist das nicht herrlich? Öfter blühender Rambler, der jetzt den Pavillon nochmal so richtig schmückt. Also, wie gesagt, grundsätzlich an die Bögen. Gute Bögen, gutes Material. Und ich würde immer raten, aufgrund der schönen, harmonischen Gestaltung eben an beide Seiten die gleiche Rose zu setzen. Wenn ihr einen recht schmalen Bogen habt, wie hier, der ist so, was weiß ich was, 40, 45, 50 tief, da reicht euch jeweils an jede Seite eine Rose. Ihr kennt es auch hier oben von dem Bogen mit der Lenore's Song. Und wenn ihr eben so tiefere Bögen habt, wie jetzt zum Beispiel unsere Mrs. Billy Crick Bögen, da setzen wir jeweils drei an jede Seite. Wenn ihr so ein Zwischending habt, könnt ihr an jede Seite zwei setzen. Und deswegen haben wir uns auch dieses Zweier-Special mit den öfter blühenden Ramblern, wurzelnackt, Lieferung ab Oktober, wenn sie frisch vom Feld da sind, ausgedacht. Und da muss ich jetzt nochmal gerade spickeln, wie man bei uns sagt, welche Rosen dabei sind. Und zwar, das ist ein Zweierpack für 29 Euro, tatsächlich 7 Sorten. Jetzt diese Woche im Angebot, das ist einmal die Mozart, die ihr ja wirklich über den ganzen Sommer mit uns verfolgt habt, an eben dem Bogen in Granny's Walk. Buschig, verzweigt, leicht überhängende Triebe, romantisch, traumhafte Rose, toll für einen Bogen eben. Auch als großer Strauch, aber eben an beiden Seiten vom Bogen super. Dann eben die Blush Noisette, hatte ich eben schon hingewiesen. Hier ist sie am Pavillon. Aber am Bogen natürlich auch ein absoluter Traum von beiden Seiten. Romantisch hochwachsend. Das hat so ein bisschen eben das Flair wie auch die Mrs. Billy Crick Bögen. Die Bienvenue hatte ich auch schon genannt, ne, am Teepavillon. Die ist auch jetzt diese Woche als Zweierpack mit eben in dem Angebot. Die Jasmina
immer super dankbare Rose. Die haben wir ja im Teegarten, die haben wir an Wänden, die haben wir überall. Also wirklich traumhaft, reiche Blüte, herrlicher Apfelduft und ist halt einfach auch wirklich sehr, sehr gesund. Ganz tolle Rose. Dann haben wir die Christine Helene, eignet sich auch toll für Rosenbögen, ist sehr filigran, nahezu stachellos. Ich weiß, viele von euch suchen immer mal wieder was Stachelloses und ist im Prinzip ein Zufallssämling, der entstanden ist im Garten von Christine Meile. Es ist ja eine ganz bekannte Gartenbuchautorin. Wunderschöner, kleiner, überschaubarer Rambler, aber sehr, sehr wuchsfreudig. Und dann haben wir noch, weil wir noch was richtig knallig Rotes für euch haben wollten, die Étoile de Hollande. Das ist zwar eine Kletterrose, eine klassische, aber lässt sich eigentlich an Bögen relativ gut ziehen, braucht aber ein bisschen mehr Hingucken von euch. Also da müsst ihr dann immer wieder schauen, dass es euch unten nicht verkahlt und sie immer wieder schön Triebe nachbringt und ihr nicht dann oben mit diesem Blühhäubchen mit dem berühmten endet und mit Genickstarre eure Blüten dann nur oben bewundern könnt und rechts und links habt ihr nur nackte Beinchen und eben Eisen. Da muss man bei der Étoile de Hollande ein bisschen aufpassen, aber halt natürlich auch ein toller Duft, tolle Farbe und wunderschön, eben weil so eine Teerose ist, eben eine unglaubliche Eleganz, also wirklich sehr, sehr schön. Und genau. Und dann zu guter Letzt nochmal richtig spektakulär, da geht es nochmal einen Ticken dunkler zu, die Night Owl. Das ist also auch eine atemberaubende Kletterrose aus den USA, die schön dicht wächst, auch zu beiden Seiten des Bogens. Dann wirklich spektakulär dunkel ist, kann aber auch an Obelisken oder an anderen Strukturen wachsen und wirklich ein Hingucker, hat einen leichten Duft, aber eben da spricht die Farbe unglaublich für sich, Night Owl. Also diese 7 Sorten diese Woche für euch als Vorab-Wurzel-Nackt-Special und wie gesagt, deswegen als Zweiergruppe immer, oder was heißt Zweierpack für euch, damit ihr an beide Seiten des Bogens entweder 2 oder 4 oder je nachdem, wie tief eure Bögen sind, gar 6 pflanzen könntet. Die eignen sich alle auch für Obelisken oder für andere Strukturen, aber eben ganz, ganz toll. Und dazu passen natürlich auch wunderbar Klimatis. Ne? Ihr seht, hier hat es natürlich jetzt ein bisschen Überhand genommen. Da müssen wir mal dem Überschwang etwas wieder zu Leibe rücken, dass hier wieder die Rose auf der anderen Seite auch besser rauskommt. Das kann aber passieren und deswegen möchte ich euch das auch gern zeigen. Hübsch jetzt hier auch die kleinen Hexenbesen wieder, ne? Von den verblühten Blüten, aber teilweise eben auch noch Blüten hier dabei. Und wir haben jetzt im Moment auch noch unsere Blue Angel natürlich aus dem Wassergarten, die Hagley Hybrid noch da, dann die Precox, die wächst auch hier bei uns am Teegarten wunderschön. Da sieht man auch schon Hagebutten nebendran langsam sich einfärben. Die Wilde Lion, Jeanne's Pink, Miss Bateman, also da sind noch einige wunderschöne Klematis jetzt auch da, die sich ganz toll auch farblich zu all euren Rosen, die ich jetzt genannt habe, eben kombinieren lassen. Genau. So, Seppel, du hast es gemütlich da unten, kommst noch ein bisschen mit in den Wassergarten. Wollte euch noch kurz erzählen, hier die Hainbuchen, Hochstämme, kürzlich erst geschnitten. Denkt, das erinnert ihr euch an unsere Beatles? Sind schon fast wieder hier, Beatles. Also es ist unglaublich, wie das dieses Jahr alles vor sich hinschießt und wächst. Unsere Männer sind zum 3. Mal, glaube ich, dieses Jahr auf der Hebebühne. Jetzt im Moment ist die riesige Hecke um unser Gelände herum geschnitten worden. Das ist wirklich atemberaubend. Schaut mal, in schwindelnden Höhen sind die da oben. Mit unserer Drohne können wir die natürlich mittlerweile von oben auch mal zeigen, die Jungs. Natürlich auch unten wird geschnitten, hier die Kirschlorbeerhecke. Auch hier mal einen Bogen, übrigens sehr schön zu sehen, ne? Mit dem Efeu, auch das darf sein. Ja, und hier im Wassergarten ist natürlich nach wie vor ein absoluter Traum in allen Farben. Die weißen Rosen kommen jetzt super toll raus, nachdem es so lange trocken war. Die kommen nochmal so richtig zur Geltung. Aber natürlich auch alle anderen Farben, sowas von schön und reich, blühend jetzt noch und so viele Knospen auch überall. Also wirklich, wirklich schön. Im Feuerstreifen, da leuchtet es auch noch unten. Da sind ja, wie gesagt, die eher feurigen Orangetöne, aber auch noch sehr, sehr schön. Und dahinter sieht man dann gleich den Topinambur in der Prärie mit den Gräsern. Also das ist natürlich jetzt auch im Spätsommer, Frühherbst nochmal ein richtig, richtig toller Hingucker. Ja, und hier der runde Rosengarten. Natürlich auch jetzt schon so leicht herbstlich, aber auch da blüht noch ganz, ganz viel. Jetzt vor allem auch die Mozart's Lady, so wunderschön. Und
Was ich ja auch immer total gern mag um die Jahreszeit, sind die Karamellbeeren, die schöne Leitzisteria. Schaut mal jetzt gerade noch mit diesen hübschen kleinen glöckchenartigen Blüten. Aber die ersten Beeren, die ja auch essbar sind übrigens, die bilden sich auch schon. Die müssen noch ein bisschen dunkler werden. Ja, und eben überall, wie gesagt, Hagebutten, Früchte und eine ganz, ganz reiche, wunderschöne Jahreszeit. Also ich könnte jetzt den ganzen Tag hier weiter mit euch schwelgen. Aber wollte gerade noch mal gucken, was da noch an Fragen waren. Hey du, hier komm doch hoch. Ja, ebenso ist doch viel besser. Ich mache dir Platz. Gut, also, wollte noch ein paar Fragen von euch beantworten. Und zwar Indeed, die ja immer fleißig fragt, finde ich klasse, hatte jetzt noch mal gefragt, das Root Grow, wenn sie das jetzt im, warte mal, leider, alte schwache Rose, genau, sie möchte alte schwache Rosen durch neue ersetzen, da geht's los, und möchte dabei Root Grow verwenden. Ich habe das hier auch in meinem Körbchen, wie immer, ne, Seppels, nichts zu fressen, ne, genau. Ist es angeraten, das im Herbst zu verwenden? Ja? Wirkt das Mittel wie Dünger und regt zum Austrieb an? Das wäre ja kontraproduktiv. Liebe Indite, es ist wunderbar, jetzt im Herbst beim Umpflanzen, überhaupt beim Pflanzen, egal was ihr jetzt pflanzt, schmeißt Root Grow unten rein. Immer einfach so ein kleines Händchen. Das ist nichts, was eure Pflanzen treibt. Das ist kein Dünger. Das ist einfach nur ein Mittel, das entweder eben bei Rosen, wo vorher schon mal Rosen waren, eben die ganzen Organismen neutralisiert, damit sich die Rosen in diesem Loch, wo vorher eine Rose war, gut etablieren können. Und ansonsten ist es einfach eine Wurzelbewurzelungshilfe. Diese Mykorrhiza-Pilze, die treiben nicht, die tun nicht forcieren oder ähnliches. Die sorgen einfach da unten tief im Boden drin, dass die Wurzeln so einen richtigen Plausch haben. Ja, die haben so richtig Spaß dann, sich zu etablieren. Aber da geht es nach unten und nicht eben Austrieb nach oben. Von daher, hau rein mit Root Grow, überhaupt kein Thema. Das ist also jetzt im Herbst wunderbar und eben immer, wenn ihr pflanzt, auch wenn ihr jetzt die Rosen mit Hagebutten pflanzt oder was auch immer. Genau. Namen der Rosen, das war übrigens Dizzy Dizzle, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das machen wir, wie gesagt, dann demnächst mal, warum die so heißen. Übrigens, Namen der Rose, Seppel, das Votum scheint mir sehr eindeutig zu sein. Es geht hier Richtung Öhrchen. Auf jeden Fall. Ich glaube, die Öhrchenrose, die hat die Nase ganz, ganz vorne. Und das wird es wohl werden. Wir blenden euch da gerade mal die Abstimmung noch mit ein. Der Willi wird seine Orangenrose kriegen. Das Votum ist auch sehr, sehr eindeutig. Das ist auch okay, dass der Willi eine Rose kriegt. Ne? Und die Daisy nochmal für alle, die es nicht mitgekriegt haben, die hat schon eine Rose. Also von daher, da gibt es, und da seht ihr ja, wie Namen, Rosennamen zustande kommen, eben zum Beispiel auf diese Art und Weise. Aber das machen wir dann im Winter nochmal ausführlich. Genau, dann war die Frage von der Claudia P. noch zur Auswahl der Seppelrose. Würde mich interessieren, ob es den Verlierer dann trotzdem zu kaufen gibt, also den kleinen, fetten Nicht-Rambler sozusagen, den kleinen, schönen, pinken Busch. Auf jeden Fall, den wird es dann auch geben. Also wenn jemand sich in diesen kleinen Nicht-Rambler verliebt hat, dann auf jeden Fall gerne melden. Und im Jahr 25, eben jetzt um diese Jahreszeit, dann Herbst 25, wird es die dann auch geben. Genau. Ja, und ansonsten sind ganz, ganz viele Fragen von euch gekommen, jetzt eben zur Pflanzzeit demnächst und was man jetzt zur Wintervorbereitung machen soll und welche Geräte man braucht und was man mit Gartenfaser, ob man noch arbeitet und all das. Nächste Woche gibt es ein totales Praxisvideo für euch nochmal mit eben Wintervorbereitungen, Winterschutz, was muss man jetzt schon besorgen oder was kann man auf seine Liste schreiben und all diese Geschichten. Genau. Und für heute, ich genieße das jetzt einfach hier, diesen herrlichen Sonnenschein und hoffe, dass ihr Spaß hattet wieder bei unserem Video. Wenn, dann liked gerne und abonniert auch gerne, freuen wir uns. Wir hatten uns vorgenommen, dieses Jahr noch die 20.000 Abonnenten voll zu machen und zu bekommen. Vielleicht schaffen wir das ja und da freuen uns Apple und ich uns. Ne? Und euch sagen wir jetzt einfach tschüss. Bis nächste Woche. Habt einen wunderschönen Sonntag. Genießt eure Gärten. Genießt die herrliche Herbstzeit oder Frühherbstzeit. Genießt eure Balkone und Terrassen. Wenn ihr Fragen habt, wieder unten in die Box. Und ansonsten bis nächsten Sonntag. Habt eine gute Zeit, ihr Lieben. Tschüss.